Herzlich willkommen zu einer kleinen Buchlesung, wobei ich ein Kapitel daraus lesen werde. Robert A. Munro über die Schwelle des Menschlichen oder des Irdischen hinaus. Ja, dieser Robert A. Munro war jemand, der außerkörperliche Reisen unternommen hat und ganz viele Erkundungen gemacht hat und ja, sich auch irgendwo letztlich dann natürlich die Frage gestellt hat, wo kommt alles her, wo endet das und was macht das überhaupt für einen Sinn? Und ja, da möchte ich mal ein Kapitel daraus vorlesen, das Kapitel 15, der lange gewundene Weg. Beim Vermessen der Fernstraße und ihres Verlaufes stellte die ungeheuer große Zahl von unerforscht gebliebenen Gebieten für mich den verwirrendsten Aspekt dar. Sobald mir für einen speziellen Zweck genug Informationen zur Verfügung stand, hatte ich offenbar alle weiteren Daten einfach ignoriert und als unbedeutend vom Tisch gewischt. Das barg gewisse Vorteile, wäre ich mir nämlich der Möglichkeiten bewusst gewesen, ich hätte vielleicht aus Gründen der Vorsicht auf alle weiteren Forschungen verzichtet. Ich halte mich zwar durchaus für abenteuerlustig, doch zu tollkühnen Unternehmungen lasse ich mich selbst von meiner Neugier nicht treiben. Also eine Selbstbeschreibung. Hier jedoch ging es um weit mehr als um Neugier. Mit einem großen Ziel vor Augen, einer richtigen, sich langsam abzeichnenden Prämisse, mit all den spürbaren, unterschiedlich umfangreichen Einflüssen, war ich bereit, jetzt im großen Stil in Angriff zu nehmen, was ich früher ganz beiläufig unternommen hatte. Eine Folge von Ereignissen kam hier zu ihrem Abschluss und eine neue begann. Unter Berücksichtigung der üblichen Probleme bei der Übertragung der Sprache folgt nun ein Bericht der abschließenden Ereignisse. 3 Uhr, 27. November 1987. Der Anfang ist leicht. Hinlegen, Aufmerksamkeit konzentrieren, den Drang nach Beschleunigung des Prozesses widerstehen, ihn langsam halten, damit diesmal nichts der Aufmerksamkeit entgeht. Entspannen, gleichmäßig atmen, jetzt mit dem differenzierten Einblenden beginnen, physische Sinnesdaten treten mehr und mehr zurück. Während sich die Phasenverschiebung intensiviert und allmählich nicht physische Sinnesmechanismen vorherrschend werden. Seltsam, dass das früher Ängste auslöste. Nicht viel anders als einzuschlafen, allerdings unter Beibehaltung des vollen Bewusstseins. Fortbewegung. Weiter, weiter. Da unten ist die Erde. Ihre Krümmung ist deutlich zu sehen. Noch höher hinauf eine riesige Kugel, ganz so, wie die Astronauten sie sehen. Wunderschön, vollgepackt mit Aktion. Erinnerungen strömen herein. Sie alle sanft abstellen, bis auf eine. Ja, als ein Sohn der Söhne von Söhnen gehst du mit mir, die Essenz, die mir zu sein half, was ich bin, immer bei mir, voller Freude. Jetzt die Phase etwas stärker verschieben, nur noch Schwärze, tiefste Schwärze, strukturierte Schwärze, noch eine geringe Verschiebung und da sind sie schon. Millionen winziger Lichtfunken, die sich bei ihren Übergangsritus in zwei Richtungen bewegen. Nach innen schweben sie zu dem Ort und nach außen schweben sie fort von dem Ort, aus dem ich gerade aufgetaucht bin. Jeder Funke ein menschliches Geistbewusstsein auf der Durchreise, nach innen zu einem frischen Start im Erfahren des physischen Lebens, nach außen zu einem vorab festgelegten Heiligtum oder einer aus Glauben genährten Illusion. Langsame Veränderung der Frequenz. Ein Empfinden tiefer Trauer für all diejenigen, deren Flug in Verwirrtheit und Durcheinander zum Stillstand kommt. Die helleren Lichter derjenigen, die von außen hereinkommen, die Rettungsmannschaften, die Helfer, die zur Verzweiflung der Todesangst, die die Verzweiflung der Todesangst lindern. Das kennst du sowohl aus der Warte des Schreienden als auch aus der des Tröstenden. Und jetzt die Glaubenssystemterritorien, mit ihren Austrittsrampen, die von der Fernstraße abzweigen. Langsam an ihnen vorbei, an einer nach der anderen, zu dämmerig, als dass man sehen könnte, was dahinter liegt.
Die nächsten sind vertrauter, deutlicher, erkennbar. Sie führen zu den großen Religionen, leicht zugänglich für alle, die sie nötig haben. Viel Licht fließt in sie hinein und ein Sprühregen kommt aus ihnen heraus, zurück in Richtung des irdischen Lebenssystems. Die Phase noch ein wenig mehr verschieben, ganz langsam. Ja, da ist er, der äußere Ring. Halte ich hier an? Nein. Vorbei. Weiter nach draußen. Weiter, weiter. Bündel von Licht, menschliche Energielichter, ein vieldimensionaler Teppich aus Lichtern, endlos. Ich dort, Gruppen. Wie konnte ich die früher übersehen? Jetzt verstehe ich den Zustrom und den Strom nach außen. Mein Ich dort ist auch da, aber ich muss in der Spur bleiben. Die hereinströmenden Helfer auf der Suche nach verloren gegangenen Mitgliedern ihrer Gruppe, die hereinströmenden bringen sie mit. Und da der andere kontinuierliche Strom nach außen. Tausende, über Tausende, damit Gruppen von Persönlichkeitseinheiten in einzelne neue Menschen innerhalb des irdischen Lebenssystems eingepflanzt werden können. Langsam, stetig die Phase verschieben, eindeutige Trennung, jetzt nichts als M-Feld. Diesen Punkt hier kenne ich so gut, der Treffpunkt mit meinem Inspex, mit mir selbst, so viele Male, ich habe so viel dabei gelernt. Jetzt nie mehr, nur Schwärze. Weiter, weiter. Eine Gestalt kommt näher, menschlich, zumindest menschlicher Form, begrüßt mich mit einem Winken der Hand, verschwindet, als ich meine Phase leicht weiter verschiebe. Jetzt befinde ich mich jenseits des Einflusses von menschlichem Denken. Ich war schon früher hier, aber noch nie so wie jetzt. Damals war es einsam und jetzt nie wieder Einsamkeit. Plötzlich überall um mich her beengender Druck, entspannen, nicht dagegen ankämpfen, keine Abwehr, keine Angst, Staunen, das Gefühl weicher, sanfter Energie, die mich vollständig durchdringt, interessiert, fragend, intelligent. Lass mich fragen, wer? Energie beendet ihre Bewegung, verwende nonverbale Ziehe ein, eine geistige Linie nach außen flexibel. Die Linie wird gerade, strafft sich. Da ist ein Bild, Zwillingssonnen, ein Planet in der Umlaufbahn. Glühende Funken bewegen sich zu dem Planeten und von ihm fort. Ein Funke wandert die Linie entlang bis zu meinem Standort. Der Druck um mich her verringert sich, verschwindet. Noch ein Bild, zwei Arme zu einer Begrüßungsgeste ausgestreckt. Übermittle Frage, versuch die Antwort zu lesen. Ruhelos und gelangweilt, ich habe alles gelernt, was es auf dem Planeten zu lernen gab und begann, die Umgebung zu erforschen. Auf meinem Heimatplaneten habe ich eine physische Gestalt, wie ein Fisch, nein, eher wie ein Delfin. Ein Aufblitzen warmer Freundlichkeit und dann nichts. Er hat meine Liebe zu Delfinen gelesen, gleich und gleich gesellt sich gern. Aber woher stammt er? Er? Langsam rotierende Phasenverschiebung, müsste bald KT95 erreichen, aber nicht um dort zu bleiben. Meine früheste Kindheit, plötzlich ein helles Licht, blau und eine Stimme in meinem Kopf. Kehre um. Ist das ein Befehl oder eine Warnung? Beides, kehre um, geh zurück. Ich kann es nicht entziffern, aber wenn es meine Gedanken lesen kann, müsste auch ich in der Lage sein. Nein, es hat kein Bewusstsein. Automatisch, nicht physisch, nur Energie. Ein Mechanismus. Könnte gefährlich sein. Lass mich übermitteln. Ich kann nicht zurückkehren, wohin ich gehöre. Das liegt noch weiter. Weise dich aus. Ein Bild, Erinnerung an KT95, die vielfarbigen Wolken, die Musik, die Spiele, das blaue Licht verlöscht. Es ist verschwunden. Ein Wachhund? Wer hat ihn hier hingesetzt? Jetzt aber, das hier ist vertraut, das Aufblitzen meines ursprünglichen Zuhauses. KT95 habe ich es genannt, doch es ist nicht sein wahrer Name, nur eine Erinnerung. Bewege dich daran vorbei, ohne zurückzublicken. Weit entfernte Lichtblitze auf beiden Seiten. Wage ich mich zu weit vor mir Schwärze.
sollte ich anhalten und nachdenken, das hier ist möglicherweise sinnlos. Noch mehr Lichter, eines direkt vor mir. Vorsichtig, langsamer. Na also, du bist also gekommen, mir Gesellschaft zu leisten. Ich musste am Ende doch nicht zurück, um dir zu begegnen. Diese Schwingung ist unverkennbar. Das ist Miranon. Miranon, wie oft hat er uns mit seiner heiteren Gelassenheit und seiner Klarheit besucht, auf dem außerkörperlichen Weg während dieser Lebenszeit. Miranon, bist du noch immer auf deiner Ebene 49? Jawohl, aber ich stehe kurz vor der Abreise. Du kommst gerade im rechten Augenblick. Eigentlich habe ich nicht gezielt nach dir gesucht. Das weiß ich. Ich sehe ja, was du machst. Du hast viel gelernt. Oh ja, das habe ich. Und jetzt verstehe ich auch den Grund deiner Rückreise. Deine Teile einzusammeln, wie du sie nanntest. Das ist keine leichte Aufgabe, nicht wahr? Genau, du hast recht. Genau wie bei dir haben auch bei mir andere diese Funktion übernommen. Andere Teile von mir. Und jetzt bist auch du auf der Suche. Ich weiß aber nicht, wonach ich suche. Könnte es das gleiche sein wie dein Ziel? Wir sammeln unsere Teile ein, vorwärts und rückwärts in der Zeit, von Glaubenssystem zu Glaubenssystem. Wir können nicht fortgehen, bevor wir alle versammelt haben. Das stimmt. Aber dann, mein Freund, was machen wir dann, wenn wir unsere Aufgabe erfüllt haben? Genau, das bringt mich dazu, mich immer weiter zu höheren Ebenen zu bewegen. Ich denke schon, das Ende absehen zu können, und dann erblicke ich jenseits davon noch Großartigeres. Vielleicht sollten wir unsere Suche gemeinsam fortsetzen. Nein, mein Freund, wir bewegen uns in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und ich kann mich nicht ändern, genauso wie du. Außerdem sehe ich, dass du deinen Weg bereits gefunden hast, während ich den meinen noch nicht kenne. Das verstehe ich nicht. Ich habe meinen Weg gefunden, den Weg, der zu deiner Antwort führt. Und den kenne ich. Wo ist er? Du hast dich daran vorbeibewegt und die Gelegenheit nicht vernommen, wahrgenommen. Vorbeibewegt? Habe ich wieder etwas übersehen? Wo? An deinem allerersten Ursprung. Danach suche ich noch. Ich muss meine ursprüngliche Herkunft finden. Ich bin ganz sicher, dass dort die Antwort auf mich wartet. Und für dich könnte es genauso sein. Mein Ursprung? KT95? Aber das kenne ich doch so gut. Da gibt es nichts Neues. Nichts Neues. Etwas alter, aber nein, das ist nicht der richtige Ausdruck. Das Erste und der Ursprung. Die Quelle, das ist es. Schau an der Quelle nach. Zurück zum Anfang also. Ich will es versuchen. Viel Glück, mein Freund. Mach dir keine Sorgen. Wir werden uns wiedersehen. Dessen bin ich mir sicher. Dann gehe jetzt in Liebe. Ein warmes Leuchten durchflutet mich und schwindet mit der sich entfernenden schimmernden Gestalt. War diese Begegnung zufällig? Sie geschah genau dann, als ich sie benötigte, als die vor mir liegende Strecke endlos erschien und schenkte mir neue Kraft, gab mir neuen Schwung. Ich muss zurückkehren, aber vorher möchte ich noch ein klein wenig weiter vordringen. Etwas mehr auskundschaften. Was ist das? Blende Energie. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Eine Stimme in meinem Kopf, eine kalte, mahnende Stimme. Ich bin der Herr, dein Gott, dessen Diener du bist. Ein Gefühl intensiven Drucks, als würde ich mich auflösen. Jetzt befinde ich mich in Wasser. Meine Lungen füllen sich mit Wasser. Ich brauche Luft. Muss das Wasser loswerden? Nein. Das kann nicht sein, so ist das nicht. Es gibt kein Wasser hier. Ich habe gar keine Lungen. Jemand oder etwas bringt mich nur dazu, dass ich denke, ich wäre im Wasser. Ich werde beeinflusst. Ich weiß genau, dass es so nicht ist. Der Druck lässt nach. Ich kann Energiefinger fühlen, die sich in meinem Innersten hineinbohren. Es ist mir doch möglich, das alles zu stoppen. Muss nur die Rezeptoren dicht machen. Ganz dicht. Ich weiß noch, wie das geht. Du weißt es nicht mehr. Oh doch, ich erinnere mich an die Tests, an die Trainingserfahrung, die ich von meinem Ich dort erhielt. Sie waren so real. Ich bin bereit, mich dieser herausfordernden Energie zu stellen. Sie kann mir nichts anhaben. Aber was oder wer ist es,
Welcher Gott könnte das hier sein? Ich kann mich nicht, er kann, es kann mich nicht verletzen, es kann mir nichts anhaben. Bleibe ruhig, warm, freundlich. Erkennst du mich nicht als dein Gott an? Die Idee eines Gottes, der mir droht, das amüsiert mich. Diese Vorstellung lasse ich nach außen fließen. Fürchtest du mich nicht? Ich übermittle ein Bild von mir, wie ich es wieder und wieder in Millionen Einzelteile auseinanderstiebe und mich jetzt nach jeder Explosion wieder zusammensetze. Verdammt sollst du sein, du bist nicht weiter als vergeudete Energie vor deinem Herrn. Die Energie reduziert sich bis zu einem winzigen Punkt und verschwindet. Wie viele andere wie diese hier mögen mir wohl noch begegnen? Eine Vergeudung meiner Mühe? Was hat Miron gesagt? Miranon gesagt, ich sollte zurückgehen, zurück auf KT95. Genau das werde ich jetzt tun. Kleine Phasenverschiebung, langsam hineinbewegen. Es sieht noch genau so aus, ganz genauso. Regenbogen, Wolken. Ich werde mich jetzt ausstrecken und eine Weile ausruhen. In den Wolken liegen und der Musik lauschen. Ja, das tut gut, der Ursprung. Es ist immer ein und dasselbe, die ganze Zeit ein und dasselbe. Eine Sackgasse, mehr ist hier nicht zu finden. Kann mich auch nicht noch stärker einblenden. Wenn ich mich ausgeruht habe, kann ich jetzt etwas anderes ausprobieren. Was soll ich als nächstes unternehmen? Hier ist es, wie es immer war. Sogar die Energiekringel dort unten. Ich erinnere mich noch daran, wie es war, ein solcher Energiekringel zu sein und hüpfen zu spielen. Genau wie die dort unten. Halt, halt, hüpfen, nach innen rollen. Ich erinnere mich, aber was ist, wenn... Was wenn? Kehre es um. Kehre den Hüpfer um. Was passiert? Vorsichtig, vorsichtig. Es fühlt sich jetzt viel stärker an als damals. Die Bewegung, die Musik wird leiser, die Wolken lösen sich auf, die Kringel sind fort, nichts mehr jetzt. Nichts außer einer spiralförmig wirbelnden Energiemasse, die sich nach außen bewegt. Stück für Stück nach innen bewegt, wie wenn man stromaufwärts schwimmt. Die Spirale wird enger, enger, zieht sich zusammen, sehr eng. Die Strömung wird stärker, schwer dagegen anzugehen, aber immer noch in Bewegung. Schwierig, schwierig, viel zu anstrengend, direkt vor mir der Mittelpunkt des Strudels. Noch etwas mehr, zu klein, ich passe nicht durch. Konzentriere die Energie, hüpfen, hüpfen. Eine Wolke tief in meinem Inneren, noch eine größere, diesmal, sie reißt mich um, noch eine Welle. Es tut weh, aber es ist wunderschön und ein Teil von mir bleibt zurück. Hüpfen, hüpfen, eine größere Woge. Schrecklicher Schmerz durchzieht mich, aber so schön, so ungeheuer, so schön. Nichts kann großartiger sein als das hier. Ich verliere einen weiteren Teil dessen, was ich war. Hüpfen, noch eine Woge, nichts kann stärker schmerzen, keine Freude kann allumfassender sein. Aber ich kann nicht viel mehr aushalten. Nicht mehr viel von meinem alten Ich übrig. Hüpfen, die größte Woge, da ist es, das ist es. Es gibt nichts Großartigeres als das, was ich jetzt fühle. Nichts, das so allumfassend wäre. Allumfassende Freude, allumfassende Schönheit. Allumfassend. Was ist das? Warum bin ich auf solche Weise aufgewacht? Ich muss mein Bewusstsein dringend wieder zusammenbringen. Na also, das kommt der Sache schon näher. Nun denn, was ist geschehen? Ja, der Traum. Traum? Oder habe ich es erlebt? War es real, wirklich? Oder der Traum von einer anderen Person? Jetzt ist wieder alles wohlgeordnet und arbeitet normal. Der Traum entschwindet schnell, irgendetwas über Wolken und Kringel und eine Fahrt über die Fernstraße und über das Leben und Tod, was immer das bedeuten mag. Etwas, das ich Raumzeit nannte und ein blauer Planet, eine Sonne. Seltsame, starke Energie, Millionen von Sonnen und Liebe, werde das Gefühl niemals vergessen, auch wenn es nur ein Traum war. Ein komplizierter Traum, hat so viel Energie gekostet, das Aufwachen, hier in dieser hellen Kühle. Was für ein seltsamer Ort, um aufzuwachen, hier bin ich aber nicht eingeschlafen. Wie kam es, dass ich einschlief? Ich kehre besser dorthin zurück, wo ich hingehöre. Ja, da will ich jetzt erstmal Stopp machen, weil wir schon 20 Minuten haben.
so geht das noch ein bisschen weiter und es wird definitiv spannend. Ja, ich werde sicherlich nochmal einen Teil aufnehmen. Aber du kannst dir natürlich auch das Buch gerne selber holen. Schau nochmal hier über die Schwelle des Irdischen hinaus von Robert A. Monroe. Das sollte es noch geben. Okay, danke dir.